Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Karte Evo Thüringen. Wir ernten aktuell Feld Nummer 38 weiter. Soll heute noch bis zum Einsetzen des Regens fertig werden. Kurz mal schauen im Wetterbericht. Ob der heute ansagt, ab 12 Uhr Regen. Bis morgen, also müssten wir noch schnell den Weg heute durchkriegen. Damit es nicht anfängt nass zu werden. Wir haben noch einen zweiten, dritten Drescher hier zu stehen, weil Crossplay anfangs eingestellt war von mir aus. Hat der eine was stehen gelassen. Ein paar Fetzen mit Gerste. Eine war mit Gerste ausgesät damals. Oder damals, gut. Im Frühjahr. So, jetzt gehen wir mal schnell bei und machen die eine Bahn nach. Und dann lassen wir den Drescher von hinten anfangen mit normalen Hilfe. Oder laden einfach einen Kurs. Mal sehen. Und denken wir immer normale Hilfe. Und arbeiten so entgegen. Schnell wie möglich nacharbeiten. Mit richtigen Schneidwerk für Sonnenblumen würde das ein bisschen schneller gehen, mit 15 km/h oder eher 15. Ich hatte aber mit damals Transport überlegt, naja, zwei reichen eigentlich, und habe mir den einfach so mitgenommen, gekauft und vorne angebaut. Weil ich so im Händler war mit dem Drescher, also dadurch habe ich den jetzt auch hier. Wenn das Mais wäre, müsste ich noch Mais gewiss dazu kaufen für die anderen drei. Haben wir nicht. Also Zeit ist eh kein Mais im Plan. Die müssen hier hinterher flügen. Das heißt, sie müssen mit der 2-3 Traktoren flügen im Verband. Aber wir wollen vorher noch kalken. Und kalken und flügen kann nur Regen sein, das macht nichts, aber und kalken werden wir auch, ja gut, geldmäßig reicht ja nicht hinten vorne. Eigentlich wollte ich die alten Dinger verkaufen, weil der eine funktioniert leider nicht, muss aber auch nicht an Scheuer liegen. Da kann ein Grund sein bei Crossplay, dass er einfach so, nachdem er den aufgefüllt hat oder auf dem Weg was zum Auffüllen, dann plötzlich irgendwo lang fährt, wo überhaupt kein Kurs ist. Aber gut, dann werden wir rausfinden, wenn es soweit ist. Jetzt sind die hier voll. Wahnsinn. Noch steht keine neue Version fest, wann die kommt. Ich habe hier nur für Seasons die Erweiterung gemacht, jetzt südliches Böhmen als Region. Ich denke mal, das trifft es ungefähr hin, dass es mit Thüringen ähnlich sein könnte. Es ist ja auch leicht erhöht und also sehr grob in der Richtung. Also ist um die Ecke mehr oder weniger. Der ist auch fast voll. Dann werden wir den auch gleich losschicken. Ja, sobald der aufhört aufzufüllen, geht los. Lass ihn leer machen. Nö, ist ja fast voll. Ist voll. So, jetzt gucken hier, Sonnenblumen eingestellt. Ja. Mitfahren wollen wir nicht. Ja, dann werden wir den gleich mal in die andere Richtung fahren.
Ja, 1829 auch noch drin. Na ja, gut. Nicht so tragisch. Dann mal den anderen leer machen. Hätte ja auch einen Takt, an dem keiner schneller ist. Na gut, hinterher ist man immer schlauer. Ich habe ja genug normalerweise. Ja, das ist ein Spezialgebiss für Sonnenblumen. Aber nächstes Mal haben wir noch zwei dazu kaufen. Bevor wir wieder Sonnenblumen machen, kaufen zwei dazu. Locke. Ja, wie schnell eine Woche vorbeigehen kann, ne? Dann haben wir fast Oktober, ne, bald, wenn die Folgen ja laufen. So. Verdammt. So, ich hoffe, die Musik ist nicht zu leise. Müsste auch nicht passen. Jetzt fahren wir ganz hinten an. Und räumen dann ist das ja von hinten auf. Also das Pferd. Ne? Damit wir ganz schnell das Feld fertig kriegen. Dann können wir uns einen Kalksteuer, einen guten. Meint den 2 oder 3 für die große Feldlecke hier. In der Hoffnung, dass wir dadurch mit einem Ritt fast alles fertig bekommen. Die anderen Felder ist nur ein Gras drinne. Ich hoffe, dass wir im Frühjahr einmal kräftig Gras mähen können. So, mal schauen, dass wir jetzt hier ungefähr die Richtung kriegen. Grob geschätzt. Machen wir es mal manuell und dann gehen wir in den zweiten Bahn hier zurück. Automatisch, da haben wir ein Stückchen Gerste. Wie gesagt, ich hatte bei der Aussaat mit 4 Geräten das Problem, dass ich da ein Gerste hab stehen lassen habe. Dadurch ist hier Gerste mit drinne, stückchenweise. Wir haben das Glück, dass Sonnenblumen und Gerste jeweils eine andere Schneife brauchen. Wenn das jetzt eine andere Getreidefrucht, dann wären wir jetzt auf Probleme gestoßen. Ständig der Schneidwerk sich ausschaltet und wieder neu aktiviert werden muss. Im schlimmsten Fall wäre ein Teil der Frucht zerstört. Von diesem geht einfach vorbei. Nehmen wir gleich die Reste mit in die Ecke hier. Also Lenkrad hört man kaum, ne? Oder wie hört es halt irgendwie? Bisschen, ne? Hat ihm einer im Forum gefragt. Wahrscheinlich. So, das müsste jetzt passen. Absichtlich jetzt um die Hälfte. Damit er alles mitbekommt. Ja, was haben wir noch als Kreditlimit? Ah, nicht mehr viel, glaube ich. Oh, wir können ein bisschen was leihen. Wir haben ungefähr,
Schau mal ganz kurz rein im Garagenstand. Also Garage haben wir drin. Wir wollen doch Grunde. Das ist der 30.000er. Wo habe ich den eigentlich? Das ist der. Und den will ich verkaufen. Aber da muss ich ja schauen, was drin ist. Gut, das klappt. Speichern wir mal ganz kurz. Macht automatisch. Da der fast voll ist und gleich ausleeren. Ja, Mitte Herbst. Hoffen wir mal, dass wir vom Wetter her, achso, haben wir schon geschaut, soweit gut klarkommen, dass wir da jetzt kein nicht viel Schnee kriegen. Aber hinten rein. Das ist wieder etwas ungünstiger Winkel. Durch diese Kuhle hier. Zurückfahren. Dann fahren wir so ran, dass wir von der anderen Seite kommen. Oder O drücken, nicht B. Wie gesagt, das Abladen ist mir ganz schwierig teilweise. Weil Straße ist eigentlich ein Fehler. Ich hätte den Lacker stellen müssen. Das wäre besser gewesen. Geht auch nicht. Endlich. Weil der Hänger ein bisschen, na, hoch kann man nicht sagen, normalerweise ist es okay. Schon wieder voll. Wie gesagt, das Gute ist dabei, dass schnellen Handwerker haben, dass es schnell geht. Auf der anderen Seite noch ein bisschen, naja, hätte es geklappt, dann wäre das kein Stress gewesen, ne? Ja, jetzt mit dem Scheiß. Nicht, dass mir jetzt in der Bahn vergessen wurde. Oder kommt der andere hinterher?
Ein bisschen Gas geben, Junge. Aber gleich voll. So was nächstes machen. Hier muss man den anderen ein bisschen in eine andere Richtung fahren, den Niki. Aber so hilft man nicht weiter groß, weil den Augenblick. Mann, werde ich müde irgendwie. Machen wir gleich leer. Und dann passen wir ungefähr ganz grob die Richtung an. Temperatur 64 geht. Schauen, dass ich in etwa diese Flucht annehme. Aber das ist auch wieder blöd. Aber so quer bringt das nicht viel, weil den Augenblick muss ich grob schätzen. Hier rumfährt oder rechts auch stehen bleibt. Ah. Ja. Noch gleich hindern. Ja. Jetzt fahre ich drauf. Ich glaube schon. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.